Okay. Manchmal ist es so simpel, dass man nicht drauf kommt. Die Sense kommt heute verdächtig oft zum Einsatz. Na dann. Aha! Manny, ich wusste, dass du... Warum ist die Tür geschlossen? Es war die einzige Möglichkeit, der Tür zu öffnen. Oh. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Oh, das ist wahre Liebe. Hey, das ist mein Zimmer. Geh und verbrauch die Luft in deinem eigenen Zimmer. Nett. Danke, dass du mich nicht ersprossen hast. Hör mal, es tut mir leid. Ich hätte dir trauen sollen. Es ist nur so, die letzten 2 Jahre waren doch ziemlich hart. Ja, verständlich. Was ist in den Koffern? Sieh hinein. Es sind all die Doppel-N-Tickets, die Hector und Dom die letzten Jahre über gestohlen haben. Jedes einzelne von einer guten Seele gestohlen, bloß um hier herumzuliegen. Das ist es. Was? Sie liegen herum. Das ist es, was hier nicht stimmt. Als ich noch ein Bombenverkäufer war, habe ich andauernd Doppel-N-Tickets gesehen. Und sie waren sehr zappelig. Was soll das heißen, zappelig? Sie werden in der Nähe menschlicher Seelen zappelig und fliegen auf ihre Besitzer zu. Doch diese Karten und die in Charlies Koffer sind anders. So, als wären sie tot. Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Tja. Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Aus dem gleichen Grund wie der andere, um reich zu werden. Okay, was hat das gemacht? Achtung, Feuerlöschsystem. Nicht berühren. Das hebe ich nicht auf. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Das hebe ich nicht auf. Da komme ich nicht dran. Okay. Warum haben wir dieses Teil jetzt mit hierher geschleppt? Du siehst aus, als könntest du eine ausgedehnte Kreuzfahrt gebrauchen. Immer noch ganz mein Reiseberater, hm? Na, immer doch, Milady. Komm, der alles zerkrümelt hat bisher alles geschafft. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Warum nicht? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Na gut. Ist ein harter Verhandlungspartner. Dann halt wieder die Sense. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Okay. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich der Raum füllt. Dann lassen wir uns mit dem Wasser raustreiben. Geil. Also, ich bin irgendwie enttäuscht. Ich nicht. Wir schwimmen nicht oben. Schon vergessen? Naja, wir haben es versucht vielleicht. Wir schaffen das schon. Danke.
Das kann was werden. Na gut. Versuchen wir unser Glück. Ich muss nochmal gucken. Ihr müsst die Hellebarde dort hin tun, wo der Anschluss, nicht schon Abschluss wieder. Ist. Doch, schon wieder. Danke. Aha! Da war ich ja schon fast richtig. Gott, ist das schwer! Ach. Ah! Jetzt hat's geklappt. Geht doch. Nach dir. Was ist mit den Koffern? Vergiss sie, die sind gefälscht. Sie würden sowieso nicht durch das Loch passen. Gehen wir. Meine Güte, war das nackt. Atlantis, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Oh. Ist das Boot einsatzbereit? Ja, komm mit, geben wir dem Riff Zunder. Endlich. Läuft wie geschmiert. Volle Kraft voraus. Oh oh. Was? Du willst mit mir zurück und versuchen, deinen alten Job wiederzubekommen? Nein, ich werde dich und die anderen hier bis zum Ziel eurer Reise begleiten. Aber wenn du mich nicht mehr brauchst, um deinen Job zurückzubekommen, warum hast du mich dann die ganze Zeit gesucht? Mitchell, ich... Ich musste dich einfach finden. Ah! Was gerade so schön war. Da gebe ich dir einen Job, Manny. Und du verdirbst natürlich sofort alles. Wie du dir sicher bereits denken kannst, wird sich das negativ auf deine Personalakte auswirken. Als wenn mich das interessiert, du Arsch! Der Kampf der Sensenmänner beginnt! Attacke! Okay. Das lief gerade nicht so gut. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Hör mal, Dom! Ich werde nicht für dich arbeiten! Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Du bist gefeuert. Betrachte dies einfach... als Abfindung. Na warte. Wieso bist du eigentlich nicht an deinem Arbeitsplatz, Manny? Ich werde dich zu Knochenmehl verarbeiten. Keine schlechte Strategie. Immer den Chef gewinnen lassen. Weißt du, du heißt zwar Domino, bist aber eigentlich auch nur der Bauer auf einem Schachbrett. Ich bitte dich, spar dir die schlechten Sprüche für Momente, in denen du die Oberhand hast. Ach komm, letztes Mal noch. Oh. Genau wie mit deinen Umsätzen, Manny. Der Schwächeperiode folgt die Flaute. Boah, ach, warte. Hirsch. Oh Mann. Hey, wir können jederzeit aufhören, wenn du müde bist. Na, warte. Bleib doch diesmal einfach unten. Auf der Weihnachtsfeier bist du wenigstens ohnmächtig geworden, bevor ich dir richtig wehtun konnte. Genug? Niemals. Rust!
Oh, bitte, Manny. Hör auf, vor dem Mädchen eine Show abzuziehen. Na gut, dann steche ich halt deinem Piloten hier ins Auge klein. Ich fass es nicht, Calavera. Weil du gegen mich keine Chance hast, vergreifst du dich an meinem Haustier? Ja? Wieso bist du nicht wie ich, Manny? Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du wolltest ja nicht hören. Hättest du nur die richtige Einstellung gehabt, dann hätte einiges aus dir werden können. Oh. Oh. Danke, Angelitas. Die La Mancha. Wieder ein Jahr später. Okay, jetzt sind wir scheinbar am Nordpol gelandet. Name? Puxi Pellegiano, Sir. Hm. Wartesaal Nummer 2. Nächster. Glottis! Glottis! Ist das bien? Na toll. Glottis? Wo hast du denn jetzt schon wieder gesteckt? Jetzt sind wir vielleicht endlich am Ziel und dann macht Glottis wieder so einen Scheiß, also echt. Glottis? Bist du da drin? Ah, wenn Glottis das nur sehen könnte. Wettball. Der Sack kommt mir bekannt vor. Bruno? Bruno Martinez? Du! Du bist der Kerl, der mich eingepackt hat! Du hättest mir wenigstens eine Zeitung geben können. 4 Jahre. Und das Einzige, was ich zum Lesen hatte, war dieser verdammte Becher. Was tust du hier? Und wenn du sowieso in diese Richtung wolltest, warum hast du mich da nicht mitgenommen? Na, pfui! Ich verschwinde von hier. Diese Welt ist was für Idioten. Danke. Ja, danke für Ihre Kundentreue oder sowas in der Art. Auf der Straße sind wir hergekommen. Da gibt es nichts außer Schnee und einer ziemlich coolen Sonnenbrille. Manny! Was? Steig hoch und sieh selbst! Hey! Was denn jetzt schon wieder? Wo sind denn alle hin? Wartesaal 2. Und wie lange werden sie warten müssen? Bis sie Tickets haben. Keiner von ihnen hat sein Ticket für die Nummer 9 dabei, obwohl ihnen eines zugeteilt wurde. Auf den Verkauf von Doppel-N-Tickets stehen hohe Strafen. Sie haben ihre Karten nicht verkauft. Sie wurden ihnen gestohlen. Von wem? Hector Lemont hat sie geklaut, um sie an reiche Leute zu verkaufen. Sind es die dort? Dann wollen wir sehen, welcher Weg ihnen vorbestimmt ist. Oh. Wenn das nicht Nick ist. Wow. Okay, hast du das gewusst? Was ist denn mit dem Zug passiert? Das Schicksal lässt sich nicht erkaufen. Okay. Ich verstehe nicht. Warum hat man sie nicht durchgelassen? Den Fahrschein, den sie erlangte, darf eine Seele niemals verkaufen. Okay. Sie haben ihre Tickets nicht verkauft. Das macht jemand anderes. Bring die Fahrscheine und alles geht seinen gerechten Gang.
Die Tickets sind in El Morro. Wie komme ich da am schnellsten hin? Die Gleise sind bereits verlegt. Oh, na vielen Dank noch. Das Tor öffnet sich und es schließt sich. Aber das Tor hilft nicht. Na vielen Dank auch. Es ist ja nicht so, dass ich Angst hätte, aber es muss doch einen anderen Weg in die Bahnstation geben. Und ich gehe bestimmt nicht zu Fuß nach El Morro zurück. Na gut. Geppetto? Was tut der da? Ich könnte es tun. Ich könnte jetzt ohne weiteres aus dieser Welt verschwinden. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Alright. Was machst du da, Geppetto? Hey, wie hast du dich befreit? Ich war schon immer frei, Chefsjunge. Niemand hat mir ein Ticket gegeben, also kannst mir auch niemand wegnehmen. Und warum läufst du hier immer im Kreis? Ich versuche, meinen Kreislauf wieder in Schuss zu bringen. Nach all den Jahren, die ich im Kreis gelaufen bin, versuche ich, mein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, bevor ich in die nächste Welt übergehe. So, das sollte jetzt reichen. Okay. Leb wohl, Geppetto. Gute Reise, Captain. Und danke, dass du mir damals wieder auf den rechten Weg geholfen hast. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen, 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 sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen. Wow. Tja, dann viel Glück, Geppetto. Du warst einer der seltsamsten Figuren, denen wir hier begegnet sind. Kürzlich besuchte mich ein Vogel mit einem menschlichen Kopf. Kennst du einen solchen Vogel, Manuel Calavera? Nein. Woher wissen Sie meinen... Er kannte dich. Und für dich hinterließ er diese... Nachricht. Oho. Salvador vielleicht wieder? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Le Mans. Ich hole. Nett. Da waren wir schon. Schauen, kommen wir hier vielleicht woanders hin? Glottis! Höret den Namen des Großen! Glottis! Was ist los? Seit wie vielen Tagen ist dieser gar prächtige Dämon nicht mehr gefahren? Naja, wir gehen jetzt schon seit einigen Monaten zu Fuß. Monate? Monate? Oh, dann wird der Großartige gewiss sterben. Aber... Oh nein. Glottis wird sterben, weil er nicht Auto gefahren ist. Oh Gott.